Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen kleinen Angezockt von mir. Heute gibt es Everspace. Das habe ich mir letztlich für billiges Geld gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, wie es geht. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Eigentlich sollte heute eine Folge Stronghold Crusader kommen, die ich zusammen mit dem guten Darkness aufgenommen habe. Aber meine Aufnahme ist nicht ganz so toll geworden und ich bringen die jetzt nicht als einzelne Aufnahme auf dem Channel, dafür ist die zu schlecht. Also es gibt Probleme mit dem Ton, den ich jetzt schon seit ein paar, also die ich schon seit ein paar Wochen habe. Und ich kann das auch nicht mehr reparieren und retten, habe da heute 2 Stunden dran gesessen. Deswegen kommt als Ausgleich jetzt das hier. Und ich weiß noch gar nicht, wie es geht, und das möchte ich jetzt hier mit euch ergründen. Los geht's. Mit mir stimmt was nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab einen Streit. Ich stand ihren Plänen im Weg. Ich wurde festgehalten. Unter Drogen gesetzt. Wer ist das? Ich konnte entkommen. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich muss Antworten finden. Gibt sogar eine kleine Story. Boah, geht direkt los. So, es handelt sich ganz eindeutig um Pilot benötigt initiales Training. Automatische Assistenz wird aktiviert. Bitte warten. Assistenz? Ja. Ich schätze, ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Es scheint, als wärst du bereit für die nächste Stufe. Ich habe eine Sprungmarkierung erstellt. Visiere sie an, um den Orbit zu verlassen. Nach jedem Sprung muss dein Sprungantrieb abklingen. Sobald er für einen weiteren Sprung bereit ist, werde ich ein neues Ziel erstellen. Okay, es scheint ganz so, als würden wir jetzt das Tutorialgebiet verlassen. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Da sind wir schon fort. Okay, springen wir jetzt hier hin. Ach, mit F muss ich springen, okay. Wie du an deiner Treibstoffanzeige erkennen kannst, wurde bei dem Sprung eine beträchtliche Menge Treibstoff verbraucht. Du solltest versuchen, deinen Sprungantrieb vollständig aufzufüllen. In der Nähe ist ein Asteroid, der abgebaut werden kann. Schieße darauf, um Treibstoff zu extrahieren. Stets ausreichend Treibstoff dabei zu haben, ist im Cluster überlebenswichtig. Bevor du den Orbit verlässt, solltest du die Gegend nach Rohstoffen absuchen. Ich habe in einiger Entfernung einen Container registriert. Muss ich da jetzt auch drauf schießen, um ihn zu kriegen, oder was? Rohstoffe. Und eine Waffe, aber du hast keinen freien Platz, um sie einzubauen. Entscheide selbst, ob du sie einbauen oder recyceln willst. Ein Outlaw-Schiff springt in den Orbit. Es wäre ratsam, deinen Waffenbooster zu aktivieren, um besser vorbereitet zu sein. Es wird deinen Waffenschaden beträchtlich erhöhen. Das hört sich doch gut an. Sind wichtig für das Bauen und Modifizieren von Ausrüstung. In dieser Gegend scheinen unsere Möglichkeiten jetzt aber erschöpft zu sein. Ich schlage vor, weiterzufliegen. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Dein Ziel zu erreichen. Und wo liegt das? Es ist noch weit weg. Du wirst es besser verstehen, wenn wir dort sind. Etwas klarere Antworten wären mir lieber. Gut, damit wäre es das erste Mal für den Sorry gewesen, nehme ich mal von aus. Outlaws, ein Haufen Krimineller, die sich in diversen Gruppierungen zusammengeschlossen haben. Menschenhandel, Erpressungen, illegaler Waffenhandel, Piraterie, Klonschmuggel. Guck es dir aus. Vielleicht haben sie was Brauchbares dabei.
Also der Dude will jetzt nicht irgendwo hinkommen mit. Und die machen mich gerade hier ganz schön fertig. Ich sehe, dass du dich verbesserst. Ich gewöhne mich langsam dran. Wow, Alter. Boah, die zerschießen mich so übel. So viel dazu. Ich bin, wie man sehen kann, ein richtiges Naturtalent. Ja, Kill in Action. Schön. Im Ernst jetzt? Toll. Ich darf das nicht mal mehr da weitermachen. Das war noch Tutorial. Ich bin ins erste Gefecht geschmissen worden und direkt verreckt. Was, keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Ich will direkt weitermachen. Ich habe keine Lust. Was? Ach, toll, ey. Man verliert alle nicht ausgegebenen Credits. Ey, das ist doch behindert. Kann ich mir auch nicht leisten. Das kann ich mir auch nicht leisten. Ist mir alles zu teuer. Ein guter Tag zu sterben. Das ist meine Schwierigkeit. Jetzt starte ich. Ich will aber wissen, wo ich lande. Das finde ich echt scheiße, dass ich... Jetzt aber... Diesmal schaffen okay, wir gut. Nein, immer noch das. Oh, warum habe ich immer noch die Pulslaser? Es scheint, als wären wir auf eine Outlaw-Basis gestoßen. Plünderer und Banditen aller Art durchkämmen die entmilitarisierte Zone und benutzen diese versteckten Strukturen für ihre Operationen. Ich empfehle, dass wir uns nur äußerst vorsichtig nähern. Kann es sein, dass G und B... die ich jetzt angreife gerade eben. Dass das gar keine Feinde sind. Die Vermutung habe ich nämlich jetzt gerade. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich wieder drauf und das beim ersten Gefecht. Brauchst du eine Grundschulstunde in Astrophysik? Wenn du mit einem großen, massiven Objekt kollidierst, wird dein Schiff beschädigt. Jetzt habe ich die Falschen angegriffen. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Toll, das war mein zweiter Run. Und ich habe nicht mal eine Minute durchgehalten. Nicht mal eine Minute. Oh Mann, ey, ich bin zu blöd für dieses Spiel. Das gibt's doch nicht. 0 mal 800, 0, 0, 0. Immerhin habe ich nichts verloren. Wenn ich nichts bekommen habe. Oder 0 Credits, ja, ich kann von vorne anfangen. Ey, ganz ehrlich, das ist ja schwer. Ja, kein Scheiß, ich habe Dark Souls gemeistert, ja, aber das hier. Ich schätze, wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit. Die Fresse. Schätze ich auch. Da, Outlaw-Drohne. Ah, da liegt lieber Geld rum. Das kann ich gerade gebrauchen. Scheiß Outlaw-Drohne. Ganz ehrlich, das ist Nervkram mit dem Einsammeln. Da bräuchte ich mal eine größere Reichweite. Na gut, wenn immer so viele Credits da rumfliegen. 328 Credits lagen da jetzt rum. Ja. Soll ich jetzt direkt weiterspringen hier? Kann ich noch irgendwas machen? Map gibt's nicht. Was ist denn das da vorne? Checken wir das doch mal ab. Kann übrigens auch sowas. Worauf wollte der mich gerade hinweisen? Wir haben dich im Visier. You don't say! Gut, dass du da bist. Abklingphase unverständlich. Ja, schon klar. Autsch. Ja, man merkt, ich bin wirklich ein Naturtalent in der Raumschiffsteuerung. Ich habe sogar irgendwo noch, wo ich habe auf der PlayStation noch Elite Dangerous.
bin ich auch ein mega Naturtalent drin. Ich hab's nicht mal geschafft, ein scheiß Schiff zu landen. Wobei das doch übelst kompliziert ist. Okay, ich kann die jetzt hier ausräumen. Das mache ich jetzt alles mal fix. Lass mal auf alles schießen, was leuchtet. So lobe ich mir das. Ich glaube aber auch, da waren die ganze Zeit immer weniger Gegner dabei. Was? Oh, oh. Einfach nur am Verrecken, wie ein Blöder. Ich hab nicht. Ich verpulver immer meine Energie, das ist mein Problem. Ich bin gleich schon wieder down. Sag mal, haben die nicht auch sowas wie Energie, die die verpulvern können? Geh down, verdammte Kacke, immerhin einer. Verdammte Scheiße, jetzt geht verrecke. Der Treibstoff brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Jetzt nehme ich diese blöde Basis aus, ganz ehrlich, ey. Ich bin mir auf Keks. Knapp 15 Minuten dabei. Dreimal verreckt schon. Konnte ich nicht irgendwie hier war doch was mit reparieren? Da. Nötige Ressourcen, Nanobots, habe ich doch, oder? Kann ich jetzt reparieren? Wie geht das mit F? So, jetzt reparieren die Nanobots. Mein Schiff. Naja, gute alte Nanobots, gut, dass ich sowas habe. Was ist das denn eigentlich? Dass da noch Zeug liegt, vermutlich, was ich aber nicht mitnehmen kann. Das OK-Streitkräfte, mein Flug. Ich glaube, ich will diese OK-Streitkräfte jetzt gar nicht kennenlernen. Ich hau jetzt einfach ab. Könnte sein, dass es über FTL ist, dass das eben die quasi die Wellen sind und ich hau jetzt halt ab. Ja, da geht's hin nach oben. Nach Gronkh. Ich glaube, so hieß das. Weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Ich würde mal nicht drauf wetten. Das ist ein G&B-Jäger. Okay, diese G&B scheint eine Art. Was sind das für Bergbauanlagen? Gradient Branch Prospects. Dieser gigantische Konzern ist der einzige zugelassene Betrieb in der entmilitarisierten Zone. Seine Monopolstellung hat ihn unkontrolliert wachsen lassen. Du wirst noch öfter auf seine Sprungtore und Sammeldrohnen stoßen. GMB Credit Transport, den könnte ich wahrscheinlich ausrauben. Aber dann hätte ich alle GMB-Jäger am Sack, bin ich mir ziemlich sicher. Und hier sind eine Menge von denen. Oh, Nanobots, die nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Ist jetzt gerade ein bisschen öde, um ein bisschen hier rumzuschippern. Plasmafeld, ich glaube, da will ich nicht rein. Ja, komm, scheiß drauf. Was hier? Oder sind gerade eben andere Streitkräfte in diesen Orbit eingefallen, im selben Moment, wo ich raus bin. Ich weiß nicht, ob die mich verfolgen vielleicht. Kann ich nicht sagen. Ich will das jetzt auf jeden Fall noch fertig machen. Das sieht aber hier auch nice aus, hier mit den Ringen. Im Planeten, das gefällt mir, das finde ich geil. So, was haben wir hier? OK-Jäger, da auch. Was empfange ich hier auf dem Kommunikationskanal? Die Okka sind eine Reptilienrasse mit einer Neigung, aggressiv auf Veränderungen zu reagieren. Sie stammen aus diesem Cluster und die Kolonisten sind ungeladene Gäste. Es herrscht großes Misstrauen. Okay. Wir hassen Veränderungen. Dann muss das ein Schock für die gewesen sein, als sie die Raumfahrt entdeckt haben.
halt den mal auf. Alter, diese blöden Raketen machen ja kaum was gegen Schilde. Diese bescheuerte Energie geht mir auch richtig auf den Keks, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, eine Streukanone. Ah, ich bin dabei geflogen. So, fällt mir auch nicht. War mir eine Waffe, die eher für den Nahkampf. Gut, jetzt haben wir aber auch gelernt, was die Orca sind. Auch nett zu wissen. Das heißt, Plasma, ich fliege da jetzt doch mal rein. Am Ende gehe ich jetzt direkt rups, aber ich glaube eher, dass da sowas passiert wie Schild und so. Dein Schiff sammelt Plasma automatisch, wenn es in deiner Nähe ist. Okay, Plasma ist cool. Stell fest, Plasma ist cool, hätte beim letzten Mal vielleicht doch ranfliegen sollen. Ich dachte, Plasma wäre scheiße. Zieht mir die Schilde ab oder so. Wir haben Gesellschaft. Wow. Okay, Raketen lassen sich abschießen. Das haben wir jetzt auch gelernt. Anscheinend einen Geschmack für Weggeworfenes. Das ist ein ziemlich doofer Spruch, ganz ehrlich. Gut, das wird's dann wohl. Ach, da ist noch. Ne, ist ein GNB-Jäger, der auch. Komm, fort hier. Damit sieht's auch aus. Ah, ich kann die, warte, ich kann die upgraden, ne? Upgrade. Also den Schildschaden-Motte benutze ich hier besser zum Upgraden. Ja, das ist besser. Weil das meine Anti-Schild-Waffe ist. Es bringt ja nichts, die eine Waffe jetzt auf Schildschaden aufzubauen, wenn die andere dafür da ist. So, jetzt springen wir zum Ende, zum Finale. Ich werde sowieso 20 Minuten hiervon rausschneiden. Das letzte Gebiet in Sektor erreicht. Fliege durch das Sprungtor, um dich in den nächsten Sektor zu gelangen. Für diesen Sprung wird kein Treibstoff benötigt. Okay, gut. Sprungtore sind die beste Methode, um zwischen den Systemen zu reisen. Sie wurden von Grady & Brunt Prospects gebaut, damit deren Bergbaudrohnen schneller an ihre Einsatzorte gelangen. Okay, danke für die Einführung. Und das soll ich jetzt benutzen? Es ist unser einziger Weg, in den nächsten Sektor zu gelangen, also... Ja. Oh, hier drüben wird geschossen. Orca-Jäger gegen Gradient. Was kannst du mir sonst noch über diesen Teil der Galaxie sagen? Cluster 34, auch bekannt als die Beta Grids. Ein Sternhaufen, der etwa 1000 Lichtjahre vom Sol-System entfernt ist. Kartografiert im 24. Die Kolonisten kamen jedoch erst im 30. Jahrhundert. Die Grenzlinien zwischen der Kolonie und den hier lebenden Orca sind immer noch umstritten. Ja. Dann machen wir jetzt mal den letzten Sprung. Weiß nicht, hier war doch noch so ein Händler. Wo ist der hin? Wow! Alter. Ist ja so ein Spast, ey. Greifen die mich auf einmal an. So, ich will jetzt aber hier weg. Und ich muss einfach reinfliegen. Das kostet mich ja nichts, haben die gemeint. Da drüben liegt wohl noch was. Ach, ich fliege da jetzt nicht nochmal hin. Wo der Händler, der hier war, ist sofort, oder? Ne, da ist er. Gucken, was es da gibt. Kann ich da oben drüber fliegen? Kann damit eh noch nichts anfangen, also fort. So, jetzt ab ins Sprungtor. Seltsame Erinnerungsfetzen.
Versuche, sie zu verstehen. Ich bin irgendwie entkommen. Ich war schwach und krank. Meine Zellen lösten sich auf. Ein tödliches Gift, ein Zytotoxin, das mich auffraß, langsam, gnadenlos. Es gab einen Weg, es aufzuhalten, aber das würde dauern. Ich konnte die Dinge nur in Gang setzen. Und das Ergebnis in Stasis abwarten. Ein langer, ungewisser Schlaf. Okay, man merkt, wie das Spiel aufgebaut ist. Man bekommt für jeden Sektor... Ich habe mich wieder selbst gesehen, wie ich sterbe. Das muss eine Erinnerung deines Originals sein. Anscheinend ein Fehler im Übertragungsprotokoll. Das Eterna-System sollte solche persönlichen Erinnerungen herausfiltern. Moment, was soll das heißen? Mein Original. Ich bin ein... Ein Klon, ja. Eigentlich sollten Kopien zum begrenzten Einsatz das nicht erkennen. Eterna sollte nur operative Fähigkeiten wie das Steuern von Raumschiffen weitergeben. Aber hier ist wohl etwas schiefgelaufen. Halt! Schiefgelaufen? So viel bekomme ich nicht auf einmal in meinen Kopf. Warum passiert das? Wer bin ich? Wer ist mein Original? Dazu habe ich keine Informationen. Vielleicht hat diese Anomalie einen Zweck, der sich offenbart, wenn wir die angegebenen Koordinaten erreichen. Ich habe leider keine Antwort. Bin die doch ebenso neugierig wie du. So, also, man hat jetzt schon wieder ein bisschen mehr von der Story mitbekommen. Also es gibt hier tatsächlich eine Story, die wird wohl Stück für Stück eben freigeschaltet. Ich werde das Ganze hier jetzt, was ist das, Schadenssensor-Booster, damit an dieser Stelle beenden. Hier unten ist sogar noch was Böses, irgendwo ein Totenkopf habe ich hier gerade noch gesehen. Da. Da ist das Elite-OK-Jäger. Den werde ich mich jetzt nicht mehr stellen, das dauert alles zu lange. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr reingeschaut habt. Ich denke, ich werde wahrscheinlich nochmal etwas, so nochmal euch davon was zeigen. Ich werde das nochmal ein bisschen. Meinst du, dieser Frachter hat etwas Wertvolles an Bord? Wahrscheinlich, aber ich rate nicht dazu, denn es könnte ungewöhnlich sein. Ich will den Frachter auch nicht ausdrucken. Also, man hat hier eine sehr gute Freiheit auch noch, was zu tun, Sachen zu machen, die man will. Sich daneben zu benehmen. Das Kampfsystem ist eigentlich auch ziemlich cool, man muss es halt nur ein bisschen, ja, halt nur mal warm werden mit Steuerung, fällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall nochmal bringen, beziehungsweise nochmal weiterzocken. Ziemlich geil, das Game. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und zum nächsten Mal. Tschüss.